Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Ja, also das ist die alte Maske von Fabian Kloß, 8,5 Jahre alt. An der Technik hat sich im Wesentlichen aber nicht viel geändert. Das Material ist weiterhin Carbon, also ein sehr stabiles, aber trotzdem sehr leichtes Material. Und die Schutzfunktion besteht vor allem darin, dass eine Kraftverteilung stattfindet. Das heißt, dass Stöße abgepuffert werden. Und das ist wie gesagt die alte Maske, aber man sieht eben sehr schön, wo der Haupteffekt besteht. Und zwar sieht man hier, dass im Prinzip hier die Oberkante von der Augenhöhle, dass die am besten geschützt ist. Denn das ist der typische Mechanismus, wo diese Verletzung, die Fabian jetzt zweimal hatte, eben entsteht. Das heißt, in der zweiten Situation im Stuttgart-Spiel war es ja auch so, da war es ein Kontakt vom Mitspieler in dem Fall und eben ein Stoß von unten gegen die Augenhöhle. Und das wird eben hier sehr schön abgefangen. Man sieht das hier an der alten Maske fast noch besser als an der neuen. Man sieht, dass hier eben der Carbonbereich viel weiter eben nach unten gezogen ist als hier. Bei der alten Maske war es so, dass wir von vornherein gesagt haben, das ist eine Übergangsmaske. Das heißt, die hatte eine wesentliche Funktion, die bestand darin, dass sie eben schützt. Die musste aber nicht wahnsinnig bequem sein. Jetzt ist die Situation eine andere. Jetzt wissen wir, dass er die Maske eben sehr lange tragen wird. Und ja, das bedeutet, dass wir die so komfortabel wie möglich machen wollten. Das musste nicht so schnell gehen wie letztes Mal, sondern es soll eben vor allem gut werden. Und wir haben lange in einem Austausch mit dem Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, mit den Spezialisten, die die Maske gebaut haben, gestanden und haben entschieden, dass wir einige von diesen Elementen auch wegnehmen können. Und das betrifft ja den Teil, der das Nasenbein schützt, denn da war nicht seine Verletzung. Und dieser Steg hier am Jochbein, der also hier unten so lang zieht bei der neuen Maske, der ist weiterhin vorhanden und der ist nur dazu da, dass eben die Maske nicht verrutschen kann. Das ist das Wichtigste. Die muss im Prinzip wie eine zweite Haut fast, darf eben sich nicht bewegen, muss absolut stabil sitzen und kann dann eben so ihre Schutzfunktion erfüllen. Wie lange dauert es, so eine Maske herzustellen? Das ist sehr unterschiedlich. In dem Fall hatten wir eben ja viel Zeit, weil wir eben langsam ihn vorbereiten wollten auf den Wiedereinstieg. Und wir haben erstmal ihn sehr viel individuell trainieren lassen, eben ohne jegliche Gefahr, dass er einen Schlag vor den Kopf bekommt, sprich ohne Bälle, ohne Gegnerkontakt, eigentlich nur in der Sportreha. Und so gesehen hatten wir mehr Zeit als beim letzten Mal. Und das war eigentlich so ein Prozess, wo wir immer wieder auch dann ja Entwürfe ausgetauscht haben mit dem Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, mit Fabian auch, der sagte, hier stört es noch, kann da noch vielleicht ein bisschen was weg. Und ja, das, was wir jetzt auf dem Trainingsplatz sehen und auch in den Testspielen ja gestern gesehen haben, das ist eben eine Version, die im Prinzip in Zusammenarbeit von allen entstanden ist und die den bestmöglichen Schutz haben soll, aber eben auch bestmöglich eben sitzen soll, ohne viel zu stören. Ist die Maske unkaputtbar? Die Maske ist in der Theorie so stabil, dass wir nicht damit rechnen, dass die irgendeinen Schaden nehmen kann. Trotzdem, man weiß nicht, ob die Gurte möglicherweise abreißen, ob da irgendwas passieren kann. Sehr unwahrscheinlich, aber auch darauf bereiten wir uns vor. Und so entsteht gerade noch eine zweite baugleiche Maske für den Fall, dass mit der ersten irgendwas passiert. Das heißt, wenn es am 16. Juli in Sandhausen losgeht für Arminia Bielefeld, dann mit zwei Masken im Gepäck? Ja, dann gibt es zwei Masken und wie ich uns kenne, immer auf Nummer sicher, wird wahrscheinlich die alte auch noch mitfahren. Die ist ja jetzt nicht aus Zufall hier, sondern die ist eben jetzt auch hier als Reservemaske.